Hallo und willkommen. Heute stelle ich euch mal wieder einen ganz besonderen, interessanten Gast vor, den Felix Meinhardt. Bevor ich mich aber ganz voll und ganz dem Felix widme, kurz zu mir. Mein Name ist Gabriele Bodmer. Ich bin energetische Heilerin und ich helfe Frauen zu mehr Selbstwert, mehr Sichtbarkeit und mehr finanziellem Erfolg. Warum tue ich das? In meinen knapp 20 Jahren als Seminarleiterin und in Einzelsitzungen habe ich festgestellt, dass es viele wunderbare Frauen gibt, die ein großartiges Angebot haben, einen tollen Dienst leisten, ein super Know-how haben und die sich nicht trauen, damit wirklich nach außen zu gehen, sich sichtbar zu machen, sich öffentlich zu machen, sich überzeugend zu präsentieren in der Öffentlichkeit und ihre Fähigkeiten zu kommunizieren und wirklich Geld zu verlangen für ihren Dienst. Und da habe ich mir gedacht, packen wir das Übel doch mal bei der Wurzel. Und da habe ich ein Seminar angesetzt am 29. und 30. Juni in München. Titel: Strahlen, präsentieren, sichtbar werden. Und was wir da machen, wir werden das Übel an der Wurzel packen. Wir gehen in die Tiefe, um die einschränkenden Programme zu erlösen, die diesen Themen ja zugrunde liegen. Warum du dein Angebot nicht zeigen kannst, warum du Schwierigkeiten hast, dich sichtbar und öffentlich zu machen und dich vorzustellen in den sozialen Medien oder wo auch immer. Da befassen wir uns natürlich mit Themen wie Scham, wie Angst vor Verurteilung, was ja damit zu tun hat, und Angst vor Erfolg. Wir gehen also wirklich tief. Und natürlich gehen wir auch ganz pragmatisch vor und arbeiten an deiner Zielsetzung, an deiner Selbstbeschreibung, an deinem Auftritt, an deinem Standing für dich selbst. Und hier kommt jetzt der Felix ins Spiel. Felix Meinhardt, wo ist er? Jetzt sehe ich ihn nicht. Hallo, lieber Felix, grüße dich. Der Felix wird nämlich, ich gehe mal auf eine andere Ansicht, der Felix, und darüber freue ich mich sehr, der wird am Ende des Seminars, also so im letzten Viertel, mit unseren Teilnehmerinnen ein Video drehen, damit sie sich wirklich mal präsentieren können und damit all das, was wir vorher gelernt haben, sich umgesetzt werden kann. Und da freue ich mich sehr und danke, lieber Felix, dass du das machst für uns. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich dich hier treffe und dass ich dich ein bisschen mit Fragen löchern kann. Der Felix und ich, wir haben uns kennengelernt im Januar beim großen Event, dem Millionaire Mind Intensive in München. Der Felix ist Filmemacher und Werbefotograf und er hat noch weitaus mehr interessante Projekte in der Pipeline. Und da wird er uns sicher davon erzählen. Und er hat auch ein Buch geschrieben. Und zwar heißt es Mut zur Heldenreise. Ich weiß nicht, bei mir kommt es jetzt spiegelverkehrt. Ich weiß nicht, ob man das bei euch richtig sieht. Und das ist quasi in seinen jungen Jahren eine Autobiografie. Und in diesem Buch schreibt er so über seinen Werdegang und was er auch noch macht. Er gibt zwischendrin immer interessante Tipps, wie kann ich meine Grenzen sprengen, wie gehe ich durch meine Widerstände hindurch und ja, wie kriege ich es gebacken. Das finde ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und jetzt frage ich dich gleich, Felix, was ist eine Heldenreise? Hallo Gabriele, schön bei dir heute im Interview zu sein. Klasse. Also die Heldenreise, das ist ja dieses typische Abenteuer, was die Hauptfigur in vielen Hollywood-Spielfilmen auch hat. Ja? Mhm. Also sie hat ein Hindernis, was sie bewerkstelligen muss. Okay. Und das ist die Heldenreise, die klassische. Also man muss sein Projekt, um das überhaupt realisieren zu können oder auf seinem Weg diese Hindernisse auszuräumen, verschiedene Stufen durchlaufen. Also man muss zum Beispiel einen Mentoren finden, so wie du ja auch ein Mentor bist für deine Gruppe. Ja, genau.
Ja, schön. Und du bist jetzt also Filmemacher und Fotograf. Und hattest du diese Vorstellung schon in frühen Jahren? Hast du schon eine klare Zielperspektive gehabt? Was will ich werden? Also ich wusste das schon immer im Groben, wo die Reise hingehen könnte, aber Ja. mir hat der Zugang dazu gefehlt. Ja? Warte mal Okay. ganz kurz, ich sag mal hier noch kurz meinem Team. Schönen guten Abend noch. Wir sehen uns morgen. Alles klar. Die Jetzt dürfen haben jetzt nach wir gleich. Hause gehen. Ja, genau. Jetzt haben wir es Okay. gleich noch ein bisschen ruhiger. Und dann passt es auch vom Ton. Genau, also ich habe natürlich ganz am Anfang als reiner Konsument Filme angesehen, ja. Ja. Klassische Hollywood-Spielfilme von Steven Spielberg, das ist mein ganz großes Vorbild, ja. E.T., Jurassic Park, Schindlers Liste, das sind so die Filme, die mich auch heute immer noch absolut catchen, ja. Okay. Und da möchte ich auch auf meiner persönlichen Heldenreise hin, ja. Das Ja. ist wirklich meine Zielsetzung. Also du möchtest mal einen richtig großen Spielfilm machen? Genau, sind wir auch Ja. schon dabei. Ich bin da schon in Vorproduktion seit 4 Jahren. Das hat eine Super. Ja. große Deserteur-Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt, wurde auch schon gefördert. Also das Okay. Drehbuch steht schon, ja. Ja. Weil jetzt brauchen wir natürlich das Package. Das ist extrem wichtig. Eine Sekunde. So, jetzt müsste es wieder passen. Ja, passt wieder. Sehr gut. So, prima. Da sind wir jetzt aktuell dran, die Schauspieler zu casten, Location-Besichtigungen zu machen und einen kleinen Vortrailer zu drehen, also um diese Wirklichkeit schon mal ein bisschen anzuteasern. Ah, okay. Und nächstes Jahr soll er dann gedreht werden, also 2020. Also da sieht man schon, wie viel Zeit das auch braucht. Ja. Wichtigste, was auch für deine Community wichtig ist, man braucht die Ausdauer, ja. Ja. Egal, ob man sich für ein kleines Projekt engagiert oder auch für ein großes. Die meisten Projekte werden nur deswegen nicht Wirklichkeit, weil man zu früh aufgegeben hat. Ja. Und Genau. es ist so wichtig, dass man, um diese Ausdauer aufrecht zu erhalten, brauchst du einfach eine gute Gruppe, also eine gute Community, die dir auch zuarbeitet, die auch mal bereit ist, wie jetzt hier auch mein Team, mir Dinge abzunehmen, damit ich eine Erleichterung habe, ja, Ja. bis hin zu Menschen, die dir auch mal Mut zusprechen, ja, Ja, die ja. einfach genau mit auf, ja, die einfach dieselbe Vision auch mit dir teilen. Ja. Und da hast du dir ja quasi auch einen Mentor geholt, einen Coach, den Ja, Hermann Scherer. viele, viele, immer wieder. Viele Coaches. Ah, okay. Ich weiß nur von dem einen und den finde ich ja sehr toll, den Hermann Scherer. Und ich glaube, der hat dir auch sehr, sehr viel Mut zugesprochen. Ich glaube, der hat auch dich zu diesem Buch animiert. Richtig, genau. Ja. Das, was Und du mir eben schon gezeigt hattest, genau genau, diese dieses Buch. Reise. Richtig. Und ja, und das ist, was viele Leute nicht richtig verstehen, glaube ich, dass man einen Mentor oder einen Coach braucht. Und zwar mehr als einen. Und im Laufe der Zeit wechseln die, oder ich habe jetzt im Moment zwei gleichzeitig. Und das macht schon einen Unterschied. Kannst du mir da zustimmen? Absolut, absolut. Weil, sind wir doch mal ehrlich, alles, was wir heute machen und reproduzieren und auch Ideen, die wir haben, die kommen ja in der Regel nicht aus uns selber. Das kommt ja alles aus der Umwelt, ja? Was Stimmt. wir jeden Tag sehen, was wir machen, was wir unternehmen. Das können Freunde sein, das kann auch die Familie sein. Ja. Aber wenn wir das jetzt rein im beruflichen Kontext betrachten, dann brauchen wir natürlich auch da immer wieder neue Inspirationen. Und wenn wir natürlich weiterkommen wollen, dann müssen wir natürlich uns auch mit Menschen umgeben, die eben schon weiter sind. Und das sind dann die Mentoren, die wir Ja. in der ersten Instanz noch bezahlen dürfen, ja, weil ich sage immer, um in denen ihre Umlaufbahn zu kommen, Ja. ja, die sind natürlich schon auf einem ganz anderen Level. Das lassen die sich natürlich dann auch erstmal bezahlen, weil die haben
in erster Linie jetzt nicht das Interesse, wir haben alle unsere Kontakte und Connections, ja. Ja. Wir sind ja alle komplett, also zumindest geht es mir so, overconnected auf eine gewisse Art. Durch die ganzen digitalen Netzwerke, ja, genau. Social Netzwerke. Also wir haben ja eigentlich immer so unsere Base oder unser Umfeld. Und ja, das dann aber, ich sag mal, sehr zielführend für uns nutzen wollen, dass wir die wichtigen Informationen von diesen Mentoren für uns haben wollen. Die wissen ja, warum wir mit denen dann Kontakt haben. Ja, genau. Das ist ja blöd. Ja, genauso wie ein großer Filmregisseur, wie jetzt ein Steven Spielberg, der weiß ja, was die Schauspielerinnen oder so dann auch von ihm wollen. Die wollen die nächste Rolle. Ja, ja. Ja. Heute auch schon, wenn ich auf ein Filmfestival gehe und die kriegen mit, okay, das ist ein Filmemacher, der einen neuen Film irgendwie jetzt machen möchte, dann kriegst du am nächsten Tag gleich eine E-Mail, weil dann haben die dich gegoogelt, dann gucken die, was macht der so, und ja, wenn das du sagst, und mein Portfolio ist mittlerweile auch schon ganz umfangreich, ja, kriegst du dann von Tonleuten und von anderen Schnitteditoren, von Musikern auf einmal denen ihre Arbeitsproben zugeschickt. Aber ja, wenn du den Menschen dann natürlich hilfst, dann gibst du ja auch deine Zeit. Woanders ja, nimmst du sie ja weg. Und deswegen müssen wir dann in der Regel auch in der ersten Instanz unsere Mentoren auch dafür bezahlen, um auf dieses Level kommen zu dürfen. Das ja, muss nicht langfristig so sein. Irgendwann merkt natürlich auch ein Mentor, was sein Mentee kann. Und dann ergeben sich daraus auf einmal auch wieder sehr wertvolle Kooperationsmodelle. Genau, ja. Da scheuen ja häufig viele immer erst diese Kosten, um in diese erste Instanz schon mal zu gehen. Um überhaupt, und das ist ja mein Lieblingsthema, und darüber reden wir ja hier gerade, ja, du musst erst mal sichtbar werden. Ja? Genau. Und da wollen wir ja hier in diesem Interview euch auch bei helfen, dass ihr einfach besser sichtbar werdet. Genau. Aber solange ihr die Prozesse noch nicht verinnerlicht habt, was brauche ich da genau für Tools? Ja, und da steige ich natürlich gerne erstmal wirklich in der Tiefe ein, um zu gucken. Und gerade bei so Frauen und gerade so eher meine Generation, da sind viele Hindernisse, warum man sich nicht traut, rauszugehen, weil falsche Bescheidenheit, weißt du, und spiel dich nicht so auf und stell dich einfach nicht so in den Mittelpunkt. Das sind richtig beknackte Themen. Und dann ist da noch so ein großes Frauenthema, wenn man denkt, was Frauen alles übergestülpt wurde, so was im Kollektiv noch ist und was auf einem wirkt, ja, immer noch für Mann und Kind da zu sein und eben nicht sein eigenes Ding so zu leben und sich nicht so öffentlich zu machen. Das ist schon vielleicht für die jungen Frauen nicht mehr so, aber für so Frauen mittleren Alters, für die ist das schon noch ein Thema, das man an der Tiefe packen muss. Und ich meine, dann greift erst dann, wenn das mal geklärt ist, dann greifen diese ganzen Tools, so wie coacht man und wie geht man vor und wie spricht man für sich. Ja. Das sind Dinge, die für mich Hand in Hand gehen möchten, die sehr wichtig sind. Und du bist ja auch, also ich meine, man merkt, dass du gecoacht wirst, finde ich, weil du bist jemand, der sehr, sehr schnell umsetzt. Du hast einen Plan, also so wie ich dich wahrnehme. Du hast einen Plan und dann scheint okay zu sein und dann machst du den auch. Stimmt das? Absolut. Genau. Ja. Und viele Leute, und das kenne ich auch von mir früher, die können das überhaupt nicht, die überlegen dann, ach, macht das Sinn und kann ich das und wie soll das gehen? Und das würde ich so gerne auch vermitteln. Wie setzt man seine Sachen einfach schnell um? Was würdest du Leuten, solchen Zögerern raten? Also für mich ist es ja ein 5-Punkte-Plan. Ja? Okay. Ich gehe mal kurz durch. Für mich ist Punkt 1, finde deine Leidenschaft. Ja? Das ist okay, das Allerwichtigste. Du musst wissen, für was machst du das alles? Ja? Ja. Was ist dein Sinn im Leben? Ja? Was ist deine Berufung? Was ist dein Thema? Ja? Wo man dich nachts um 3 Uhr aufweckt, wo dir immer was zu einfällt. Ja? Ja. Und
wo du immer auch bereit bist, eine Überstunde zu machen, weil es sich gar nicht wie Arbeiten anfühlt. Genau, ja. Ich finde, das sollte jeder finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil viele haben ja so dieses Thema, ich mache lieber eine 50%-Stelle, dann habe ich noch genug Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ja, das kann ist man gut. machen, kann man machen, definitiv. Klar. Aber das ist nicht meine Einstellung und das versuche ich auch immer den Leuten zu vermitteln, weil ob es jetzt 40 Stunden die Woche sind oder nur 20 Stunden die Woche, wir verbringen einfach extrem viel Zeit auf der Arbeit, weil wir damit ja unseren Lebensunterhalt verdienen. Das ist wichtig, ja. Arbeit schafft Leben oder auch Lebensqualität, je nachdem, wie viel Geld wir verdienen können oder wollen. Und damit wir richtig gut sind in dem, was wir machen, müssen wir an unserer Leidenschaft arbeiten, ja, weil dann funktioniert das viel besser. Und dann kriegen wir auch nämlich den Punkt 2, Mut hin, wirklich den nächsten Schritt einzuleiten. Dann sind wir auch bereit, dafür einzustehen und auch Risiken auf uns zu nehmen. Ja? Das machst du so lange nicht, solange du nicht an deinem Thema dran bist. Ja? Ja, weil siehst du nicht die Notwendigkeit, dich zu vernetzen, andere Menschen mit ranzuholen, ein Team aufzubauen, die mit an die Vision glauben. Ja? Und andere Menschen zu inspirieren. Auf einmal möchtest du das auf viel mehr Ebenen leben, dieses Thema. Ja? Dann ist das auch einfach nicht mehr nur zum Geld verdienen, sondern das ist wirklich deine Berufung. Das ist die Erfüllung. Ja. Die Erfüllung. Das ist auch den Mehrwert, den du auch zurückgeben möchtest. Ja? Ja. Und also Leidenschaft. Leidenschaft, Mut. Daraus erwächst der Mut. Und deswegen heißt ja auch mein Buch, ich habe es ja auch nochmal, Mut zur Wellenhalt, genau. Das ist genau das Thema, weil ich hatte auch lange mein Thema nicht gefunden. Ja. Ja. Ah, okay. Ich wollte erst, dachte ich auch aus Sicherheitsgründen, ja, ich werde vielleicht erstmal Elektriker, ja, so ganz klassisch. Okay. Ja, ja. Oder Schauwerbegestalter bei IKEA oder Pico Kloppenburg hätte ich anfangen können, Schauwerbe zu dekorieren. Ich wusste schon, dass ich da was Kreatives machen will. Oder eine Phase, da wollte ich Medizin studieren, um einfach nah am Menschen zu sein. Aber ich habe das nicht zusammengekriegt. Ja. Ja, mit Menschen arbeiten, kreativ. Ich muss mal ganz kurz... Ja, okay, du bist wieder da. Ich muss mal ganz kurz mein Handy einstecken. Das ist nämlich das Problem. Ah, okay, cool. Ich bin mal weg, wenn ich auf 20%, auf 10% bin. Und jetzt sollte ich, glaube ich, tatsächlich einstecken. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz klug. Gut, ja, sonst bist du ganz weg. So, meine Lieben. Und das wäre natürlich nicht so ideal. Das wäre das ideal. Wir haben es gleich. Warten wir auf den... Ich sage jetzt mal lieber nichts. So. Und... Das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich wollte. Okay, cool. Ja, da sind wir wieder. Ja. Und? Ja, was du gemacht hast, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist, du hast dabei, das ist so das Gefühl, was ich hatte, immer auf dein Gefühl gehört, ja, also gespürt. Fühlt sich das für mich gut an oder fühlt sich für mich nicht gut an? Es macht irgendwie logisch Sinn, weil Geld reinkommt und so, aber, und dann bist du weitergegangen. Genau, genau. Also ich habe mich im Grunde, also ich komme jetzt auch nicht aus einem reichen Elternhaus, ja, und auch aus keiner Unternehmerfamilie, also auch die ganze Verwandtschaft nicht, ja. Ich musste das auch alles irgendwie, diese Tools, die man braucht und was gehört überhaupt zu so einem Unternehmer-Mindset mit dazu, das musste ich mir auch alles sehr, sehr mühsam erarbeiten. Ich habe eine Fotolehre dann gemacht, ja. Als Werbefotograf, da kriegt man 300 Euro im Monat, da bleibt nichts hängen. Ja? Ja. Ich habe halt wirklich Step by Step gemerkt, okay, wie kann ich den Wert erhöhen meiner Arbeit, ja? Dass es meinem Kunden auch mehr wert ist, da auch wirklich fünfstellige Summen für auszugeben, wenn ich ihm über meine Dienstleistung in Bezug auf Videomarketing und Werbeanzeigen schalten. Also meine Kunden profitieren ja sogar im siebenstelligen Bereich davon. Ja, das ist richtig, richtig krass, was das für einen Impact haben kann, wenn du richtig gute Videos drehst, die das Unternehmen gut branden. Ja, ja. Das sind natürlich auch alles Tools, die habe ich erst im Auftrag des Kunden gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Felix, jetzt muss ich die für mich selber anwenden. Ja? Genau. Ich kann
nicht immer nur für die anderen machen. Und das Thema haben ja auch ganz viele. Ja. Die machen immer ganz viel für andere und sind super hilfsbereit, aber kriegen gar nicht den Shift hin, mal zu überlegen, okay, vielleicht wäre das aber auch mal schön, wenn das jemand auch für mich mal tun würde. Oder dass man wirklich auch mal sein Netzwerk nutzt, für eine bestimmte Sache sich Feedback einzuholen. Sei es nur für Bewerbungsschreiben, ja, dass man das mal 10 Leuten zuschickt und sagt, hey, was hast du noch für eine Idee? Ja. Was hast du noch? Und. Und auf einmal wird der Blumenstrauß immer bunter. Und es wird, je mehr du sichtbar wirst und je mehr du auch interagierst mit deinem Umfeld, desto mehr wissen die Menschen ja auch, wie sie dich unterstützen können, wie sie dir helfen können. Ja, und ich glaube, viele haben Angst, wirklich das Feedback einzuholen. Auch um nicht zu erfahren, was läuft vielleicht nicht so toll, gell? Um ihr Bild aufrecht zu erhalten. Und die muss man weglegen, diese Angst. Okay, da kann auch ruhig mal echte Kritik kommen, damit kann ich umgehen, das bringt mich weiter. Absolut, ja. Das gehört dazu. Wer sichtbar wird, macht sich natürlich auch ein Stück weit angreifbar. Ja, absolut. Aber ich kann euch da echt nur beruhigen, es sind eh die Falschen. Die Leute, die dann anfangen rumzumosern oder die dann damit nichts anfangen können, die konnten auch vorher damit nichts anfangen. Ja? Weil viele wollen euch festhalten und wollen gar nicht, dass du dich weiterentwickelst, weil du natürlich dann den Finger auf ihre offene Wunde legst, weil die auch wieder nicht wollen, dass du dich eben aus den Strukturen, die sie kennen, rausentwickelst, weil sie das dann nicht mehr verstehen oder weil sie einfach nicht mitkommen. Oder es ist einfach auch ein Neidfaktor, ein ganz großer Neidfaktor, und dem muss man sich auch mal stellen, auch sich selber, wo bin ich da neidisch, wenn sich jemand entwickelt, den ich vorher ganz in einer ganz anderen Rolle gesehen habe und gekannt habe. Das ist wichtig, und das zeigt sich sehr oft, dieses Thema. Auch in den sozialen Medien merkst du genau, wo es da läuft. Neid und oder Unterstützung. Gell? Richtig, ja. Also in den sozialen Netzwerken passiert eigentlich ja genau dasselbe wie auch in der realen Welt. Ja, genau. Ja. Da zählen genau dieselben Parameter. Weil ich könnte jetzt auch mich hier vor die Kamera drehen, wenn ich euch was vom Pferd erzähle. Ja? Ja. Oder später würdet ihr mir das dann auch alles nicht mehr abkaufen. Ja. Und ich würde, deswegen, seid so authentisch wie nur möglich. Ja, da sind wir jetzt auch schon bei den Umsetzungsstrategien, sage ich jetzt mal. Ich habe ja da auch so Social Media Workshops und lauter so Programme. Das können wir dann alles dann in dem Workshop noch besprechen. Okay. Mhm. Genau. Aber super. Und nee, dann? Ich wollte nochmal zurück zu diesen 5 Punkten. Bevor ja, genau. Ja. Hinterher hüpfen. Ja. Deswegen war das nur so eine ganz kurze so Zwischeneinleitung. Ja. Punkt 3 ist dann die Ausdauer. Die habe ich am Anfang ja vorweggenommen. Ja. Ja. Erst wenn du die Leidenschaft hast, den Mut aufbringst, wirst du überhaupt erst in die Ausdauerphase kommen. Ja. Weil sonst wirst du viel zu früh schon wieder einknicken. Mhm. Und wenn du dieses Risiko eingehst und das klappt beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht, dann wirst du sofort aufhören, weil du sagst, okay, das bringt's nicht, ich glaube da nicht dran und so weiter und so fort. Genau, ich bin vielleicht auf dem falschen Weg. Ja, das ist natürlich schon, da musst du Antennen haben, um zu spüren, ist es der falsche Weg oder brauche ich einfach die Ausdauer? Genau, und häufig brauchst du einfach die Ausdauer, weil du eben die Strategien dahinter noch nicht verinnerlicht hast. Ja? Ja, wenn du zu viel auf einmal willst und sagst, okay, ich möchte jetzt vom Angestellten-Dasein zum Beispiel in die Selbstständigkeit und brauche noch viel mehr Fachwissen und brauche neue Kontakte, ja, und brauche noch ein neues Büro. Wenn da so viel auf einmal kommt, dann kann das nicht auf alles gut. Und da muss man sich darüber natürlich auch bewusst werden. So wie ich das auch mit dem Teamaufbau immer noch spüre. Ja, ja, das ist ja eine Leistung. Ja. Die eine Person ist mehr motiviert als die andere. Jeder hat wieder eine ganz andere Grundmotivation, warum die eigentlich bei mir hier mitmachen wollen. Ja. Und das muss
auch erstmal alles wieder herausfinden. Du musst es unter einen Hut bringen, diese ganzen verschiedenen Energien. Und wenn das bei dir nicht stimmt, dann wird es auseinanderfallen. Genau. Und deswegen, die Ausdauer, das ist mir wirklich wichtig. Das klingt so, ja, die Ausdauer, jeder braucht Ausdauer. Ja. Die darf man aber nicht nur auf den Beruf alleine betrachten. Da gehören auch privates Umfeld. Ja? Wenn die Leute nicht an dich glauben, wenn die Partnerschaft das nicht mittragen möchte, dann hat man auch keine Ausdauer. Das kann nicht funktionieren. Nee. Oder wenn die finanziellen Ressourcen nicht da sind. Ja? Also dann muss man eben gucken, wo kann ich mir noch ein bisschen Geld nebenher verdienen, damit ich mir das eben Step by Step, dann dauert es eben vielleicht länger im Aufbau. Genau. Aber damit ich trotzdem diese Ausdauer aufrechterhalten kann und natürlich auch die eigene Gesundheit, würde ich nicht jede Woche in die Sauna gehen, würde ich nicht jede Woche joggen gehen und all diese Dinge, dann würde ich den Kopf irgendwann auch nicht mehr freikriegen, weil ich bin ja eher so ein kreativer Unternehmer. Mir kommen jeden Tag neue Ideen an. Und du siehst ja auch, ich bin ein sehr schneller Umsetzer, aber ich habe trotzdem bei weitem noch nicht das umgesetzt, was ich alles umsetzen möchte. Ja, du, ich auch nicht. Aber man kann sich ja nun auch nicht auf den Kopf stellen und zerreißen und es geht schlecht. Genau. Und wir leben ja... Das ist so wichtig mit der Ausdauer, dass man da wirklich überlegt, wie viel Zeit, wie viel Geld, welche Ressourcen, genau. Und das waren so die wichtigsten drei Punkte. Nach denen habe ich, ich würde mal sagen, bis vor 5 Jahren gelebt. Ja. Und dann habe ich es erweitert auf noch 2 andere Punkte. Okay. 4 ist das Umfeld. Okay. Da gehören jetzt die Mentoren mit rein. Die Mentoren und deine Angestellten und Familie und so. Ja, Familie hast du ja eh schon vorher. Okay. Ich meine, im Umfeld auch wirklich Netzwerke schaffen. Ja, verstehe. Die wir uns kennengelernt haben. Ja. Jetzt bei Hermann Scherer, ich war bei Christian Bischoff, bei Tobi Beck, Jürgen Höller und was weiß ich. Also ich habe so viele Weiterbildungen besucht, Bücher gelesen oder mich mit Menschen ausgetauscht, die ähnliche Bücher gelesen haben. Und wenn ich gesehen habe, da postet jemand auf Facebook was zu einem Buch, hat eine Buchempfehlung, die Person ansprechen, was hast du aus dem Buch mitgenommen und so weiter und so fort. Das hat alles dem Umfeldaufbau gedient. Neue Menschen mit einer neuen Schwingung, mit neuen Ideen, die einfach anders an die Sachen rangehen. Irgendwann brauchst du einfach wieder neue Inspiration. Ja? Genau, ja. Die kannst du nicht nur aus Büchern ziehen. Ja? Nee, und das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Ja, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Genau, toll. Du bist ja in der Reihe hinter mir gesessen. Ja. Und wir waren da irgendwie direkt auf einer Welle. Ja, genau. Ja, das ist doch das beste Beispiel. Ja, das stimmt. Im Interview. Und das geht auch wieder nur, wenn du sichtbar bist, wenn du mit Leuten interagierst. Und dafür brauchst du eben dieses Umfeld. Ja. Und daraus erwachsen dann wieder ganz, ganz neue Dinge, die dann, irgendwann geht es auch alles viel schneller. Ja, genau. Es geht sowieso alles immer viel schneller und wir leben ja jetzt, also ich würde mal sagen, ich lebe mindestens in diesem Leben bereits das dritte. Und so, das hat es ja früher nicht gegeben, da hat man ein Leben gelebt und da hat man einen Beruf gehabt und dann war es immer fertig. Und jetzt sind wir in einer unglaublich schnellen Zeit, wo man mehrere Leben in einem lebt. Ja? Und ich kann dir die Zäsuren sagen, wo war, ups, jetzt ist das passiert und dann fing ein neues Leben an. Und das ist natürlich sehr fordernd. Das ist anstrengend irgendwo auch. Es kann zu Stress ausarten. Das macht vielen Leuten auch wirklich Angst, weil du ja immer neu lernen musst. Und da geht's nicht. Also ich bin nicht hier jetzt dafür 65 in Rente und auf der Parkbank sitzen. Das ist für mich sowas Unvorstellbares. Gell? Ja. Und das macht auch Angst und auch, dass diese Vernetzung so wichtig ist und dass man aus seinem Kokon rausgehen, ich sage nicht muss, aber dass das irgendwie jetzt so angebracht ist. Gell? Mhm. Und wir werden auch alle immer intelligenter. Dadurch eben, durch diese Forderung. Ja.
Glaube ich auch. Absolut. Und da bin ich auch bei dem Punkt, da habe ich ja früher nie drüber nachgedacht. Ja. Also Punkt 5. Ja. Finde die richtigen, da gibt es für mich noch nicht so ein Wort, das sind für mich zwei: Strukturen und Skalierung. Das ist für mich das fünfte. Und was verstehst du darunter? Dass du die Prozesse irgendwann anfangen musst zu vereinfachen, dass das Team auch versteht, was wir hier genau machen und wie es gemacht werden muss, damit ich den Rücken frei habe für all die neuen Dinge, die ja dann noch auf mich warten. Okay. Weil ich wäre eigentlich, ich hätte auch als Business-Werbefotograf wäre ich auch komplett ausgestattet oder sage ich mal, ja, komplett ausgefüllt von der Zeit. Ja. Und dann habe ich Kameramann upgradet, ja, bin Regisseur geworden und Dreher von Bertelsmann für DM, für die Allianz, für Bosch, also für große Brands. Und dann habe ich ja auch immer wieder gemerkt, okay, ich möchte jetzt nicht nur Imagefilme und Werbespots drehen oder Social-Media-Kampagnen, sondern ich möchte diese Flamme, diese Motivation auch weitergeben an andere, eben diese Tools für sich wieder zu nutzen und mit ihrer Idee, mit ihrer Vision, mit ihren Träumen sichtbar zu werden, damit anderen ihnen helfen können. Aber trotzdem habe ich natürlich immer noch die alte Welt, die macht mich ja auch glücklich. Ja. Aber ich mehr ausschließlich machen. Und dafür brauche ich die richtigen Strukturen, okay, damit mein Team mir da gut zuarbeiten kann oder dass die mir auch da immer mehr ganzheitlich helfen können. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die Ines, die macht zum Beispiel alles, was mit Xing zu tun hat. Ja. Ja. Diese ganze Welt. Klasse. Oder jetzt der Moritz, der macht alles, was mit Instagram zu tun hat. Ja. Und, die Dinge, die müssen... Das heißt nicht, dass ich das gar nicht mehr mache. Ja, ich verstehe. Aber ich muss einfach mindestens 80% der Zeit rausnehmen aus diesem Prozess. Sonst kann ich all diesen Impulsen, und ich bin ein sehr impulsgetriebener Mensch, Impulsen entstehen ja die neuen Chancen. Genau, das ist ja die Kreativität. Genau, aber wenn ich die Impulse an mir vorbeilaufen lasse, dann kann daraus auch nichts Neues resultieren. Ja. Und das ist schade, wenn jeden Tag neue Kontakte entstehen, immer wieder Anfragen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Das ist ja das, was ich meine. Irgendwann geht es immer schneller. Und da sind wir bei dem zweiten Wort, Strukturen und Skalierung. Okay. Das ist ja im Endeffekt die Skalierung schon. Ja. Ja. Durch einen Teamaufbau, Wissen noch mehr zu teilen, damit auch andere Menschen das machen können. Ja. Weil genau. Wir müssen das nicht alles selber machen, was wir den ganzen Tag machen. Und dann, finde ich, macht es auch am meisten Spaß, weil das ist ja die größte Freiheit, die wir Menschen überhaupt erlangen können. Nicht tun und lassen zu können, was wir wollen, sondern da gibt es so ein Sprichwort, die wahre Freiheit besteht darin, nicht mehr die Dinge tun zu müssen, die wir nicht wollen. Ja, ja. Ja. Das ist ja das wirklich Schöne. Ja. Das ist das Schöne, aber es ist auch, das ist Arbeit und das ist auch ein Lernprozess, gell? Die auszusourcen, diese ganzen Sachen. Und natürlich musst du es dir ja auch finanziell leisten können, musst du ordentlich Geld verdienen, um das machen zu können. Also das eine bedingt so das andere wieder. Dann sind wir wieder bei der Leidenschaft, wenn du an deinem Thema dran bist, dann spürt es dein Umfeld, ja? Ja, dann hast du den Mut. Ja. Und dann, ja, das ist eins zum anderen und dann passt, das ist wie so ein Zahlenschloss. Ja. Dann sind alle richtig und dann geht die Kette auf. Und dann macht es Spaß. Ja. Und auf einmal helfen dir Menschen, mit denen du noch nicht mal vorher Kontakt hattest, weil sie von vornherein schon spüren, dass du jemand bist, der es entweder, ich sag mal, verdient hat, oder weil sie sich vielleicht irgendwie auch denken, okay, da möchte ich ein Teil davon sein, ein Stück weit. Ja, genau. Merken diese Energie, die tut mir auch gut. Und auf einmal helfen dir Menschen, das ist total magisch. Aber richtig. Das geht wieder nur, wenn du an deinem Thema dran bist. Genau. Also wenn du voll zu dir stehst da und das durchziehst, dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und klar, dass dann die Menschen darauf reagieren und das gut finden und co-kreieren wollen mit dir. Und nicht mit irgendjemand anders, der
das nicht hat. Gell? Manchmal hat man aber auch solche Augenringe wie ich heute, weil ich schon sehr früh aufgestanden bin. Oh ja, wann bist denn du aufgestanden? Um 6. Ich auch. Ja. Ja. Und mein Coach, JT Fox, also von dem ich, wo ich öfters mal hingehe, der sagt, ein richtiger Unternehmer steht vor 6 auf. Vor 6. Er stellt um 5 auf. Das würde ich gerne, ist mir bisher noch nicht gelungen. Also 6 ist erstmal die magische Grenze bisher. Ja. Gut, Felix, jetzt hast du noch so ein tolles Filmprojekt gemacht. Magst du da noch mal ganz kurz was sagen, wo die Leute sich selber, wo die selber Filme gemacht haben? Du meinst das Heldenreise-Filmseminar? Ja, genau. Ja, das ist wirklich, wirklich großartig. Also da geht es jetzt nicht um, wie du einen eigenen Imagefilm drehst oder wo du jetzt zum Beispiel, das machen wir ja dann bei dir im Workshop. Da gibt es ja auch ein 12-Wochen-Programm, wo ich ja meine Mentees mitnehme, wie sie das selber machen können. Ja, genau. Geht mehr in den Unternehmensaufbau. Bei dem Heldenreise-Filmseminar geht es in erster Linie darum, überhaupt mal mit dem Medium Film mehr in Berührung zu kommen. Ja? Mhm. Da drehen wir einen Kurzfilm, wir machen Social-Media-Clips, ja, dass du das dann im Endeffekt auch gleich nutzen kannst. Und wir drehen ein Making-of direkt vor Ort. Ja. Das ist natürlich auch toll, wenn man die ganzen Teilnehmer beim Filmemachen erlebt, sie dabei dreht und sie über das Filmemachen berichten und wie sie da über sich selber hinauswachsen. Ja? Die ganzen Learnings, die werden dann schon direkt in dieses Social-Media-Video wieder integriert. Ja. Ja. Also das ist sehr hands-on. Ja? Ja. Also wenn du wirklich was machst, da geht es jetzt weniger darum, dein Unternehmen voraus zu pushen, sondern dich auch in deiner Energie zu erleben. Das hat denen ja auch ungeheuer Spaß gemacht. Ich habe die gesehen, also mal kurz reingeguckt auf Facebook, wenn sie dann erzählt haben, waren sie ganz aufgeregt und total bei der Sache und mit dem Herzen dabei. Super Idee. Und das ist Filme machen. Genau das ist Filme machen für mich. Ich wachse ja auch bei jedem neuen Projekt wieder über mich hinaus. Ich sage immer, jede Woche eine neue Welt. So ein bisschen, kennt er ja von Chibo, glaube ich. Die sagen auch, jede Woche eine neue Welt. Ja, das ist bei mir genauso. Und das möchte ich auch anderen weitergeben, weil viele, die haben nicht so viel Abwechslung im Leben. Ja, die gehen dann vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub und ansonsten mal vielleicht übers Wochenende mal irgendwo wandern. Ja. Aber ich habe halt jede Woche Abwechslung. Und das ist das, was ich halt mittlerweile auch anderen einfach weitergeben möchte. Über das Filmemachen oder über Fotografie kann man das ja auch schon machen. Ja. Hast du natürlich auch ein Tool, anderen Menschen ganz anders begegnen zu können. Ja? Ja, ja. Weil du ja direkt Dinge sichtbar machst. Und das ist dann im Grunde die Basis des Heldenreise-Filmseminar. Das geht 2 Tage, jetzt wieder am 10. und am 11. August. Ah, okay. Genau, hier in München. Also eigentlich sind es 2,5 Tage. Am ersten Tag ist so Get-Together und wir haben eine Führung bei der Firma Ari. Das ist so der Kamerahersteller, die ganzen Kurse drehen. Und wenn die dann das durchlaufen haben, dann kann man in die Folgeprogramme gehen. Da gibt es das Heldenreise-Bootcamp. Da wollen wir dann zum Beispiel nach Kirgisistan Pferdewander reiten mit Flugdrohnen. Also da machen wir dann aufwendigeres. Ja, also es vergrößert sich und erweitert sich von Mal zu Mal. Wird richtig, noch richtig. Toller. Super, super, super. Gut, Felix, gibt es noch was du sagen willst abschließend? Also da du ja auch gesagt hast, dass viele in deiner Gruppe sich eben nicht trauen, ja, dieses Thema mit dem Mut, das ist mir wirklich, wirklich eine Herzensangelegenheit. Niemand ist bereit in der ersten Runde, ja. Wir müssen immer irgendwann wieder ins kalte Wasser springen, auch ich, ja. Und irgendwann hat man das aber so verinnerlicht, dass es eben nur auf diese Art geht, ja. Wir müssen eben diesen Schritt ins Ungewisse gehen. Und nur da ist für uns auch das größte Wachstum möglich. Weil solange wir in der gleichen Umlaufbahn bleiben, kann sich nichts verändern. Und wenn wir nur einmal die Woche eine Stunde investieren, dann kommt da natürlich
nicht so viel bei raus. Es ist ein guter Anfang, ja, aber man sollte das dann immer weiter intensivieren und wirklich an den Themen, die einen glücklich machen, wo man merkt, ich verliere in diesem Thema Raum und Zeit, ja, dieses Flow-Gefühl. Ja, das kenne ich. Überfordert sind, aber auch nicht überfordert. Ja. Das bitte immer mehr intensivieren und an diesem Thema dranbleiben und nicht sagen, mache ich nächste Woche und dann wieder mache ich nächste Woche. Genau. Nee, lieber die Bude mal nicht putzen oder auch mal irgendeinen Familiengeburtstag vielleicht mal sausen lassen, wo man vielleicht gar nicht Lust drauf hatte, weil man wieder nur denkt, aus Verpflichtung da jetzt hingehen zu müssen, weil irgendein entfernter Onkel das vielleicht erwarten könnte. Keine Ahnung. Dann lieber auch mal an seinem Thema dranbleiben und daraus erwächst dann schon wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Man hat irgendwas geschaffen. Genau. So ein Treppeneffekt. Man kommt dann immer wieder eine Stufe weiter. Und sich coachen lassen. Und nicht denken, ey, das Geld spare ich mir. Das sparst du dir gar nicht, wenn du noch weitere 5 Jahre vor dich hin dümmelst. Dann hat dir der Coach schon 5 Arschtritte verpasst, wo du einfach viel schneller von der Stelle kommst. Das finde ich auch wichtig. Definitiv. Kann ich nur unterstützen, unterstreichen. Okay, lieber Felix, das war sehr interessant. Und ich werde das auf YouTube stellen. Und da werde ich deine Website auch nennen und meine, weil ich kann das hier jetzt nicht einblenden bei dem Zoom. Also ich weiß nicht, wie es geht. Ich müsse dann alles überarbeiten und schneiden und so. Die Zeit spare ich mir jetzt. Ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben, online technisch. Und wir sehen uns am 30. Juni mit den Teilnehmerinnen. Und ich denke, bis dahin, bis du dann kommst, habe ich sie so weit, dass sie ganz locker vor der Linse sitzen. Das kriegen wir hin. Macht euch da keinen Kopf. Ja. Okay, lieber Felix, alles Gute bis dahin. Wir sehen uns. Danke, Gabriele. Ciao. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss.